Tja, es ist nass und kalt geworden. Mhm. Unser dritter Tag auf unserer Hardanger Tour und wir werden heute wahrscheinlich nicht wandern. Wie man es vielleicht hören kann, im Hintergrund fällt der Regen und es windet stark und draußen ist es wirklich nicht angenehm. Daher bleiben wir heute hier, werden auch gleich frühstücken, ein bisschen Uno spielen, Was lesen und schlafen. Genau. Es gibt Frühstück und zwar haben wir gestern Reis vorgekocht und aus Versehen zu viel. Deswegen gibt es jetzt sozusagen Milchreis, halt ohne Milch. Mit Reis. Trockenfrüchten. Getrocknete Papaya, Rosinen und Nüsse. Kleines Update vom Tag 3. Der Wind hat so stark zugenommen, wie man das vielleicht ein bisschen hier erkennen kann, dass wir uns entschieden haben, unseren Platz abzubauen und bei leichtem Regen uns einen neuen zu suchen, der windgeschützter ist. Da jetzt anscheinend eine Sturmwarnung rausgegeben wurde, ich sie aber leider nicht ganz empfangen konnte, da ich seit heute kein Internet mehr auf dem Handy habe und erstmal meinen Puck aus Deutschland brauche. Also wir sind jetzt schon unterwegs. Der Wind ist teilweise so stark, dass wenn wir nicht die Stöcke hätten, wir bestimmt schon ein paar Mal umgekippt wären. Die Landschaft ist dafür richtig, richtig schön. Aber das ist schon anstrengend, bei dem Wetter draußen unterwegs zu sein. Ich schau mal kurz, ob die DNT-Hütte bewohnt ist. Ansonsten schauen wir, ob wir da campieren können. Und es fängt nämlich wieder an, sich zuzuziehen und anzuregnen. Man sieht nicht mal mehr die Bergspitzen. Das könnte unser Platz werden. Das Wetter ändert sich hier innerhalb von einer halben Stunde. Wir haben unser Lager trotzdem abgebrochen, denn wir müssen noch ein paar Kilometer machen. Am Dienstag ist die erste Woche vorbei. Wir haben heute Freitag, Tag 4. Hier hätten wir unser Nachtlager, Sonnenschein etwas Seltenes.
Der vierte Tag ist jetzt schon zu Ende. Wir haben nicht ganz so viele Berichte zwischendrin gemacht, denn es war einfach nur ein blöder Tag gewesen. Ja, wir sind zum einen am Anfang gestartet und haben den Weg nicht direkt gefunden. Dann bin ich ausgerutscht und hingeflogen. Dann ist Jonathan ausgerutscht und seine ganzen Schuhe nass geworden. Später bin ich nochmal ausgerutscht und hingeflogen. Und dann zum Abschluss ist Jonathan auch nochmal hingeflogen. Also das war heute nicht so doll. Ja, deshalb, wie gesagt, zwischendrin noch etwas Regen und immer noch Regen und wieder Regen und Kälte kam dazu. Und daher haben wir jetzt erstmal die Nase voll. Aber das Handy geht wieder, wir haben wieder Internet, deshalb können wir euch das dann auch wieder erzählen. Ja, und jetzt ist auch wieder schön, jetzt sind wir im Schlafsack, jetzt ist uns wieder schön warm. Wir konnten halt nicht so lange Pausen machen, obwohl die eigentlich wichtig sind bei dem vielen schweren Gepäck. Aber sobald man da lange steht, wird einem echt wieder kühl. Aber jetzt ist gut, dass wir im Zelt sind und Schlafsack ist schön warm. Und es gab was Warmes zu essen. Genau. Und jetzt machen wir die Augen zu.